Hallo, wir sind hier auf dem API Summit in Berlin. Neben mir sitzt Raphael Schwarz. Raphael, vielleicht kannst du dich ganz kurz unseren Zuschauern noch vorstellen. Aber gerne doch. Mein Name ist Raphael Schwarz. Ich komme aus dem schönen oberösterreichischen Zentralraum und bin Geschäftsführer der Firma Codeworks GmbH und beschäftige mich im Regelfall die letzten 8 bis 10 Jahre eigentlich immer mit dem Thema Consulting im .NET Microsoft-Umfeld, also sprich Performance-Consulting, Spezial-Consulting für definierte Themen, Entity-Framework, Service-Kommunikation und so weiter und so fort. Raphael, du hältst morgen einen Workshop zum Thema datenzentrierte APIs. Dazu meine erste Frage. Bei der Entwicklung von APIs für Anwendungen geht es ja in erster Linie oft um Performance. Was kann denn die Performance von APIs negativ beeinflussen? So banal das klingen mag, im Wesentlichen sind es immer zwei Faktoren, die entweder schlecht oder inkorrekt berücksichtigt worden sind bei der Entwicklung, wenn eine API langsam wird oder wenn sie einfach nicht so performt, wie sie soll. Und das ist Latenz und das ist Bandbreite. Das sind die zwei wichtigen Faktoren, die das beeinflussen, wie sich die API dann unter Last im Produktivsystem bei schlechter Bandbreite verhält. Und das ist eben was man von vornherein im Entwicklungszyklus schon mit berücksichtigen muss und regelmäßig checken muss, regelmäßig prüfen muss, weil das sind so die klassischen Fehler, die dann in der Praxis immer erst auftreten, wenn man ins Produktivsystem kommt. Weil dort hat man dann auf einmal LTE-Internetverbindung, die nicht immer stabil ist, mit hoher Latenz. Dort hat man dann auf einmal größere Datenmengen, als man in dem Testdatenbestand gehabt hat. Und dort treten dann quasi die Probleme erst auf. Das ist ein großer Teil meiner Arbeit, dass ich eigentlich solche Systeme dann analysiere im Nachhinein und dort versuche, die Schwachstellen zu finden. Und wie lassen sich diese Fallstricke für datenzentrierte APIs, also APIs, die große Datenmengen übertragen, möglichst umgehen? Umgehen lassen sie sich grundsätzlich einmal am ehesten dadurch, dass man es rechtzeitig erkennt. Also sprich, dass man im Entwicklungs-Lifecycle mehr oder weniger auch definierte Punkte hat, wo man einfach immer wieder Performance-Analysen macht, wo man im Prinzip auch Auswertungen macht darüber, wie performt dieses System jetzt, wenn das nicht im Idealumfeld ist, wenn das nicht in einem Gigabit-Netzwerk ist, wenn ich nicht einen Entwicklerrechner habe mit einer M2 SSD-Festplatte drinnen, die 3 Gigabyte pro Sekunde lesen und schreiben kann. Das heißt, im Prinzip die Realbedingungen möglichst gut nachbauen im Entwicklungszyklus schon und eben rechtzeitig erkennen, wo sind meine Schwachstellen. Und wie gesagt, dann auch die richtigen Technologien auswählen, um diese Schwachstellen dann schlussendlich beheben zu können oder umgehen zu können. Also. Okay. In deinem Workshop stellst du unter anderem das Entity Framework vor. Wie unterscheidet sich dieses von Alternativen wie Dapper oder nHibernate? Oh, das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich einmal dadurch, dass es ein natives Produkt von der Microsoft ist, Open Source Entwicklung, aber entwickelt eben von Mitarbeitern der Firma Microsoft und dadurch natürlich sehr gut und sehr, sehr eng in das .NET Framework, in diese ganze .NET Familie mehr oder weniger integriert. A First Class Citizen für Link Queries und so weiter und so fort. Dapper würde ich jetzt gar nicht so recht in die gleiche Kategorie einnehmen wie nHibernate und Entity Framework. Dapper ist halt wirklich mehr auf Low-Level reine Mapping Funktionalitäten beschränkt. Die richtigen Mehrwerte, die ich halt durch eine Link-basierte Lösung bekomme, so wie es in nHibernate zum Großteil auch ist, das ist ja, dass ich unter anderem typisiert Queries schreiben kann, dass ich typisiert auf meine Datenbanken zugreifen kann. Dinge, wo halt durchaus vorher bei kleinen Schemaänderungen dann große Auswirkungen zur Laufzeit im Hintergrund gestanden sind, dass man dort eine Compile-Zeit-Konstante reinbekommt. Das Entity Framework, da sehe ich den klaren Vorteil, speziell jetzt mit Entity Framework Core, auch darin, dass es halt wirklich ein natives Produkt der .NET Core-Familie ist und bei dem Redesign für Entity Framework Core sehr viele Dinge bedacht worden sind, die beim Entity Framework 6 nicht so übermäßig gut waren, sagen wir mal so, und halt jetzt einfach von Grund auf korrigiert worden sind. Dinge wie native In-Memory-Provider für Unit-Testing, dass das wirklich ein
erstklassigen Weg quasi gibt, wie APIs mit einem Entity-Framework-Backend mehr oder weniger unit getestet werden können. Auch ein Thema natürlich die ganzen non-relational Databases, MongoDB, die ganzen NoSQL-Datenbanken, dass auch die quasi Support erhalten über das Entity-Framework und dass man auch das Entity-Framework dafür verwenden kann und nicht nur beschränkt auf die drei, vier großen relationalen Datenbanken. Okay. Und wie werden OData und GraphQL eingesetzt? Also in meinen Samples, da ist das Backend jetzt für diesen Workshop immer ein .NET Core Backend, also ASP.NET Core Backend. Dort sitzt im Endeffekt OData und GraphQL auf dem Entity Framework als Metadatenschicht drauf. Und es geht weniger in dem Fall um das konkrete Einsetzen von OData in dem Workshop oder um das konkrete Einsetzen von GraphQL, sondern mehr um die Konzepte, die dahinter stecken. Also dass man quasi dort, wo OData mehr oder weniger seine Stärken hat, das, was OData eigentlich versucht zu lösen, dass man das Konzept grundsätzlich übernimmt und dadurch eben gewisse Dinge, wo es Richtung Latenz, Richtung Bandbreitenprobleme gehen kann, einfach lösen kann. Dass man nicht mehr Daten übertragen muss, als man wirklich anzeigt. Dass man nicht 30 Requests machen muss zum Server, um eine Maske aufzubauen, sondern dass man einen Request machen kann zum Server. Und dass die Daten eben richtig zugeschnitten sind für genau den Anwendungsfall, den man jetzt gerade braucht. Und da sind eben OData und GraphQL, das sind halt zwei Frameworks, die mir die Werkzeuge grundsätzlich zur Verfügung stellen, dass ich das machen kann. Aber im Kern geht es eher um das Konzept, das dahinter steckt, das vermittelt im Endeffekt. Okay, Raphael, danke für das Interview. Ja, danke.